Hallo zusammen und ja, willkommen. Angriff gegen Professionals. Ah, der Name ist cool, klingt aber deutsch, obwohl es eigentlich Englisch ist, weil so eine Wortneuschöpfung, so ein Neologismus machen nur die Deutschen. Deswegen logisch, dass da die Amtssprache Deutsch ist. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Wir machen, bevor es losgeht. Ihr habt es ja mitbekommen, ich mach wesentlich weniger Videos, aktuell wirklich nur die Kriegsvideos, aber wenn ich mal die Möglichkeit habe, hier was anderes mit reinzunehmen, mache ich das. Blutiger Kampf, kein Blau, 5 Sterne. Das heißt, wir wollen Rot ohne Heilung. Die Tetischeri ist wahrscheinlich schon eine sehr gute Idee. Nehmen wir den Schwarzen Ritter mit rein, ist die Frage, oder spielen wir nur schnellen aggressiven Damage. Nehmen wir noch. Ah, nee, Rüst kann man nicht reinnehmen. Ich habe gerade überlegt, Bardenbonus. Kein Blau. Eigentlich kann man Hypnos reinnehmen, oder? Hypnos Tank. Aber oh, der hält echt nicht viel aus. Und vielleicht löst er auch nicht aus. Wir nehmen trotzdem mit. Tetischeri links. Gardielen rechts. Und jetzt werden wir nach außen noch schneller. Und jetzt ist die Frage, was wir mit dem letzten machen. Wäre eigentlich witzig, wenn man einfach mal einen 4-Sterne-Held aufstellen. Oh, ja. Machen wir das so. So, ich soll Oliver füttern. Ihr habt es gehört. Oliver ist einer unserer zwei Hasen. Er sitzt gerade in Quarantäne, Schrägstrich Hausarrest. Nicht, weil er krank ist, sondern weil er den anderen Hasen anfängt, blöde zu machen. So, wie baue ich denn jetzt Hypnos? Hypnos baue ich hier ein. Tetischeri hier. Asterios wäre halt auch noch. Wie tanky bist du denn? Komm, mach mal so. Oktros ist Kämpfer und macht einen Attack Down. Ja. Na, spielen wir mal voll rot, auch wenn die Truppen das natürlich schwierig aussehen lassen. Zack. Machen wir das so rum? Oder nehmen wir doch noch immer ausweichen mit. Oder die Crit-Truppe. Ich will ja, dass er aus ich will, dass er auslöst. Okay, machen wir es so. Mal gucken, ob das was bringt. So. Was Beschwörung angeht, ich könnte in der Theorie hier beschwören, aber ich warte noch, bis hier oben die neue Auswahl kommt, was ja in 3 Tagen und 22 Stunden passiert. Jetzt sehe ich hier endlich mal so einen Schriftzug. Ich glaube, der kam im letzten Patch, weil vorher habe ich ihn noch nicht gesehen. Dann wird ein Beschwörungsvideo kommen. Ich habe noch 3 Beschwörungsvideos vor der Zeit, wo ich, vor dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe zu beschwören. Bevor ich zu investieren, die ich gemacht habe, die werden auch nach und nach mal kommen, so zwischendurch als Goodie, wenn ich mal die Zeit habe, den Download zu starten. Aber das ist so ein bisschen der Ausblick. Ansonsten, ja, erstmal Fokus auf die Kriegsvideos und mal schauen, was dann in Zukunft noch passieren wird. Was bist du denn? Anubis mit Spezialrüstung? Gegner mit
Gier, Verhindern des anderen Gegner. Würden mir mal angucken wollen, ob der denn was taugt. So. Und gehen wir natürlich. Er hat eine Spezialrüstung, das heißt, wir müssen mit Steinschaden nachhelfen, deswegen gehen wir auch mit einem der gelben Teams rein. Wäre natürlich cool gewesen, wenn wir auch gelb bekommen hätten, aber vielleicht fällt ja hier nach grün noch rot oder gelb nach. Machen das so. Wenn ich jetzt wüsste, wie das weiterfällt. Also ich habe die Option, dass ich erstmal den spiele, da fällt aber Ligela in Ogima und dann die linke Seite spiele. Ich habe die Option mit dem Gelben drunter. Dann fällt auf jeden Fall Gelb so, dass ich, wie lange ist denn das eigentlich? Vier Züge. Oder ich kann den mit dem rechts daneben machen, dann habe ich schon sechs Gelbe auf jeden Fall. Aber es ist nur einer reingegangen in den Tank. Aber er löst Igel aus und das wird wahrscheinlich die größte Möglichkeit sein, auch gute, viele neue Steine zu bekommen. Und eine Chance auf noch ein gelbes Match. Ja. So ist es nämlich auch passiert. Und wir müssen trotzdem daran denken, dass wir demnächst sehr zügig Blau benötigen. Oh, bitte stopp, nicht in Ogima. Ach, Kacke. Aber wir haben Blau auf der rechten Seite. Wir werden die linke Seite versuchen auszulöschen. Und jetzt heilen wir uns ganz schnell, bevor es vorbei ist. Und machen den Debuffs weg. Oh mein Gott, das war echt eine knappe Nummer. Der Damage ist echt nicht von schlechten Eltern. So. Mana Bafamba, das heißt, June wird mit drei Steinen geladen sein, genauso wie Alassie auch. Und dann haben wir das Ding gewonnen. War aber eine enge Nummer. War eine enge Nummer. Lord Kalito. So, der nächste Patient, bitte. Bist du 90? Nee, du bist. Ach, du Heimatland. Du bist 90. Was hast du denn drauf? Schadensreduzierung um 10%. Das ist meiner Meinung nach besser als der Special Spaß, den der letzte Tank hatte. Aber wir können das trotzdem machen. Zwar nehmen wir dieses Team dazu. Ich hoffe mal, dass man unsere Ente rechtzeitig anschaut. Oh, es ist weder gelb noch grün am Start. Das kann richtig traurig werden. Vielleicht fällt ja links ein bisschen gelb noch nach. Puh, schade, kein Diamant. Machen wir mal den. Den. Wie lange hält denn der Spaß noch? Ein, zwei Züge. Ein Zug. Wann kommt. Kadieren kommt noch nicht. Kann ich irgendwo was spielen, ohne dass. Ach, verdammt. Ich muss das machen. Und ein bisschen beten, dass sie nicht die Ente trifft. Natürlich. Natürlich wird die Ente getroffen. Ja, und in dem Moment ist es vorbei. Kann man nur hoffen, dass man irgendwie vielleicht noch Schaden hinbekommt. Nee.
Natürlich wird die Ente getroffen. Natürlich haben wir kein, weder grün noch gelb. Uah, ausreichend. Dann. So, jetzt brauchen wir wieder grün und gelb und eigentlich sogar fast in derselben. Im selben Amount, in derselben Masse. Und das sieht schon wieder bescheiden aus. Ja, das war so ein bisschen die Spekulanz, aber jetzt ist zu viel passiert wahrscheinlich. Gelb. Kommt kein Gelb. Und sie überlebt und löst ab. Alter. 609. Wie viel heilt jetzt die Olle außen? 574. Da kann man sich ausrichten, wie viel. Und die 47 dazu. Wie knapp das war. So. Zack. Stopp. Och, natürlich. Naja, wenigstens das. Wie lange noch? Eine Runde noch, da können wir drücken. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Naja, Two-Shot. Das ist halt so eine Sache, wenn man. Alfrike ist halt eigentlich kein guter Tank, weil so arschlangsam. Aber wenn man nichts bekommt, um sie rechtzeitig umzubringen, ist halt belastend. So. Du bist ein 90er. Hawthorn, ja, für dich habe ich was. Für dich habe ich ein Team. So, los geht's. Und das Team wird funktionieren. Oh, das funktioniert wirklich. Okay, tut mir leid, Jungs. Aber das ist natürlich geil. Tschüssi. Das war mal ein schönes Board. Das hat nicht lange gedauert. Vielleicht kann jemand mir die Zeit nennen in den Kommentaren. So, Giuseppi. Wo ist die 90? Bei Nadel. Schadensreduzierung. Okay. Dann haben wir noch was, was keinen Damage groß macht auf der Tankposition. Ohne jetzt einen Ludwig zu nehmen. Na komm, probier mal ihn. So, zack, 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 zack. Ein bisschen haben wir ja. Das ist gut, dass der dort daneben ging. Mal gucken, ob hier Rot vielleicht nachkommt für Bordbewegung. Nee. Machen wir den. Machen wir den. Machen den. Und bitte nicht den Pengi, das wäre sehr lieb.
Danke. Okay, der löst eh aus. Das ist okay. Alter, macht der Schaden. Macht der Schaden. So. So, zack. Kommt noch mal lila? Jawohl. Erst wieder Pengi in Ruhe. Danke. Mal erstmal den für die Heilung. Ich gebe mir blau geschenkt, ne? Oh mein Gott. Erstmal gucken, was hier passiert. Wer wie viel Schaden bekommt. Dann machen wir den. Weg ist weg. So, dann machen wir den. Haben den Pengi wieder am Start und haben gewonnen. Hat der Mana geklaut, ein kleiner Wichser. Ist aber egal. Vlad and the Boys. So. Suche ich mal Pause, suche mal ein Backup, wenn ich es finde. Ja. So, dann schnappen wir uns mal jemanden. Nochmal hier gucken, was kann er mit ist nochmal? Dieser Fiend. 32%. Ich mag diesen Fiend bei zwei Aufladungen nicht. Man kriegt den Wichser nicht mit den Standardheilern weggeheilt. Da muss schon richtig Bums dahinter sein. Dann müssen wir mal ganz schnell schauen. Bums dahinter heißt. Ne, der heilt ja nicht mehr. Der gibt noch mehr Attack mit mehr Gelben. Ne, da ich keinen passenden Heiler dafür habe. Gegen Giuseppe würde ich mit dem Spotter spielen wollen. Gelb und Rot wahrscheinlich. Und für Nummer sicher. Ach, was heißt hier Nummer sicher? Bums. Bums. Und Bums und dann Spotter, Spotter und so, richtig defensive Nummer. Du kriegst das. Richtig defensive Nummer. Probieren wir das mal. So. Zack. Blau. Blau. Gleich nochmal blau. Gelb in der Mitte, wenn schön, wäre schön. So. Zack, into das. Heilen werden wir danach. Okay, das ist okay. Er ist am Barbar, glaube ich, gestorben. Wir machen das so. In der Def ist keine Heilung. Wenn wir einmal unter Mortega auf zwei Aufladungen bekommen, ist es eigentlich vorbei. Zack.
Viele neue Steine und wir haben ja einen Spotter aktiv. So, haben wir jetzt den Mortega fertig? Jep. Der Spott ist weg. Hey. Machen wir erstmal den, machen wir erstmal den, machen wir erstmal den und gucken, wie es aussieht. Wumm. Reicht der Blaue? Nicht ganz, aber vielleicht trifft er ja nichts. Boom. So. Machen wir mal den. Zack, zack. Ja, das Team hat ja gut funktioniert. Dafür, dass es nicht das Schnellste ist. So. Machen wir nochmal voll. Und schön. Dann haben wir 5 weggemacht. Das ist immer bei den ersten dreien geht was schief. Im letzten Krieg habe ich 5 weggemacht und der erste ging schief und diesmal ging der zweite Angriff schief. Aber ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich hätte bei dem zweiten besser spielen können. Vielleicht hätte ich ein anderes Team wählen sollen, aber das war am Team lag es nicht, sondern an der Farbe, die da war zum Spielen. So, genau, 255 ist okay. Dev, schau mal fix rein. Das sieht nach One-Shot aus, außer hier ist noch irgendwo eine 0. Nö. Und das ist ein Two-Shot. Okay. Ja, ich bedanke mich fürs Zugugeln. Es ist ein enges Ding bisher gewesen. Mal gucken, wie es am Ende aussieht. Das seht ihr in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann. Ciao.